Leute. Da sind wir am nächsten Spiel. Ich habe den Daumen dabei. Guten Tag schon wieder. Und wir gucken dem Philipp und dem Patrick zu, wie sie Eldrazi Stompy gegen Mono Red Prison spielen. Prison? Phoenix. Phoenix. Entschuldigung, ich bin das so gewohnt. Also stumpf ist Trumpf gegen Trumpf ist Stumpf. Ja, ja, genau. Genau, genau. Wow. Ja, gut, du als Grixis Phoenix-Spieler und als Stompy-Spieler bist natürlich hier vollends daheim. Eigentlich müsste irgendeiner von denen tauschen, müssten Pox sein. Dann würde ich mich so richtig heimisch fühlen. Ja. Ja, ansonsten vom Matchup her glaube ich, Chalice ist ziemlich gut gegen Phoenix. Chalice ist gut. Auf der anderen Seite hat Phoenix halt Burn und kann halt in zwei Zügen ausmachen. Oh ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wir sehen hier Eye of Ugin und dann kostet der Eldrazi Mimic 0 Mana. Leider nur einer. Ja, so zwei, drei sind auch schön. Oh ja. Oh ja. Okay, das ist ein Weirdo. Hier so ein Semi-Pro-Sphere. Ja, der gibt plus eins, tappt, glaube ich, oder? Ich glaube. Ich glaube, ja, ja. Okay. Aber der hat nur bei Instants und Sorceries, meine ich. Ja. Also wie der ersten. Wie die früher wie halt. Pyro. Oh Gott, ja. Ja, 10 ins Gesicht, ne? Ja, stumpf ist Trumpf. Jo. Erste Runde 2-1, der nicht angreifen kann. Zweite Runde 10 ins Gesicht. Kann man mal machen. Ich verstehe so langsam, warum Eye of Ugin im Modern gebannt ist. Ach, ich weiß ja nicht. Ne? Also wenn die Mountains sind, sind die mir auch egal. Ja. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob man hier wirklich blocken muss. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, man hätte ja auch einfach durchlassen können, hätte dann im Backswing für sowas versuchen können. Ja, plus du hast ja 100 pro Bolt auf der Hand, das heißt, du hättest den eh abrüsten können. Ja. Als wir dir gerade diskutiert hat, dass er ein 5-5er war. Und kein 2-1er, genau. Ja. Aber immerhin 5 Sternen weggenommen. Das war ein Badlam, wenn ich es richtig gesehen habe. So ganz hinten ist ein Badlam, ein Bolt sehe ich. Es ist ein Metamorphose. Chain Lightning. Das andere ist, für ein rotes Mana alle deine Kreaturen kriegen Trampel. Ach der, ja, stimmt. Ja. Draw Card. Ja, schon ziemlich gut. Der ist schon gut. Ja, jetzt muss er noch 2 Handkarten abwerfen. Das kostet halt richtig. Auf der anderen Seite, wenn er hier die Spells abwirft und nicht den Badlam, hätte er den Badlam ziemlich easy casten können, tatsächlich. Ist die Frage, oder wenn er jetzt Phoenix gehabt hätte. Ja. Das wäre natürlich richtig gut gewesen. Das, die Karte vom Gegner abusen macht ganz viel Spaß. Ja. Auf der anderen Seite, jetzt hier zu gucken, was der Mimic noch macht. Hier sind 2 Damage. Endless One für 6. Trigger? Ja. Für 6. Das tut schon weh. Das ist immer auf 9. Ja. Das ist schon nicht bad. Und das ist auf jeden Fall noch eine Manamorphose, ein Swift Spear und ein Bolt auf der Hand. Ja. Oder weiß ich nicht, ob ich da nicht lieber. Ach nee, man hätte gar nicht genug Spells gehabt für den Badlam, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 5 nur. Nee. Ja, das ist 6. Nicht. Du hast ja einen Free Spell. Stimmt, du hast die Manamorphose for free. Ich glaube tatsächlich, man hätte dann die Badlam diese Runde spielen können. Ja. Ist halt die Frage, ob man jetzt. Okay, Mountain. Wenn man jetzt Swift Spear Bolt macht. Swift Spear. Bolt auf das Mimic? Ja, Bolt im Mimic, es klingt halt so einer Verschwendung irgendwo. Ja, musst du aber. Ja. Den einen kriegst du geblockt, den Endless One. Wenn er jetzt noch irgendwas Fettes droppt, dann ist halt üb. Ja, ja, das stimmt. Wenn jetzt so ein Smasher nochmal kommt, dann triggert der Mimic halt wieder und man ist wieder bei 5-5. Okay, wenn ein Smasher kommt. Ja, das ist generell sehr, sehr kurz vor Ende, aber ja gut, man kann natürlich auch hier auf den Trigger bolten. Ja. Weil man hat ja den Mountain hinten gefunden. Wunderschöne Mountains, by the way. Die sind nicht. Die sind aus dem Duel Deck. Ja, da. Fast ähnlich aus dem Duel Deck, aus dem Premium Deck Lightning. Ja, so ein bisschen verspielt auf der Seite vom Phoenix-Spieler, finde ich. Ja, ich glaube auch tatsächlich, man hätte den Badlam droppen können und gucken können, ob man da was nachzieht. Auf der anderen Seite kann er natürlich relativ froh sein, dass er keinen Chalice gesehen hat. Ja, Chalice auf 1 macht das Deck ziemlich kalt, so wie das bis jetzt aussah. Ja, ja, vom Sideboarding her, ich wüsste nicht, was Moonrake Prison reinbringt. Ein bisschen Artefakt-Hate. Moonrake Phoenix, Entschuldigung. Bisschen Artefakt-Hate. Ja. Upgrade oder sowas in dieser Richtung. Und das
Zombie-Deck kann den Thorn of Amethyst. Ja, wenn du nicht genug drin hast, kannst du noch Price of Progress reintun beim Mono-Red-Spieler. Ich glaube, das ist sogar Mainboard ein oder zweimal. Ja, ist halt die Frage, vom Sideboard reinschmeißen kannst du immer noch. Ja, ja, genau. Weil das macht mal ganz schnell 6 Schaden, hat man ja gerade gesehen. Oh ja, das stimmt. Auf jeden Fall ein Phoenix auf der Hand. Das ist gut. Da ist ein Phoenix und ein Looting. Das ist, glaube ich, ein guter Turn 1. Ist das ein Mulligan von der Eldrazi-Seite? Ich habe nie aufgepasst. Ich glaube auch nicht. Gut, wie gesagt, Eldrazi hat halt die Thorn of Amethyst, die jetzt auch nochmal das Leben echt zur Hölle machen können. Ja, dann kostet halt erstmal alles eins mehr, ne? Ja. Ja, war ein Mulligan. Oder liegt eins? Nee, war es nicht. War nicht. Aber nur langsam gemischt. Ja, Faithless Looting. In voll. Okay. Aber aus Double Mars. Das ist ein Bolt und. War da noch ein Phoenix? Nee, Bolton Mountain. Bolton Mountain und noch ein Bedlam. Bedlam, ja. Bedlam, Swift Spear. Da kommt Bedlam. Er wird echt auf der Bedlam abgeworfen, tatsächlich. Ja, okay, den hast du aber, glaube ich, auch viermal da drin. Ja, gut, wenn du viermal drin hast, ist das natürlich logisch, dass du abwerfen kannst. Vier oder dreimal, der ist relativ häufig drin. Ansonsten wäre ich hier sogar eher verleitet gewesen, dieses komische Weirdo-Thing abzuwerfen. Ja, der wird halt grob. Nee, wird dann nicht, der hat auch nur Pros. Ja, genau. Also es ist halt Marken. Der. Nee, der kriegt keine Marken, der kriegt auch nur plus 1. Und der Badlam zieht halt irgendwann mal nach. Der Phoenix Nachtdraw. Das ist nicht so schön. Super, dann macht Spaß. Ja, aus der Runde davor sollte man gelernt haben, dass das Mimic sterben muss. Ja. Ich denke auch. Jawohl. Ja. Ziemlich schön. Will das Mismatch Bowls? Ja. Nice. Ich liebe es. Aber alle voll, glaube ich. Also der ist auf jeden Fall auch aus dem Lightning Deck. Ja, und der hat ja die vom Grand Prix. Die hat die vom Grand Prix, aber der hat mehrere vom Grand Prix. Der hat einmal 4, ich glaube, er hat mehr als 4 in voll. Ach ja, ist doch schön. Ja, ich glaube, er hat einfach alle eingesogen, wie so ein Staubsauger, die bei uns rumflogen. Da haben wir eine Blast Zone. Ja, und auf 1 natürlich auch richtig gut gegen sowas wie Monorail Phoenix. Ja, der erste Buchstabe vom zweiten Wort ist. Ja, genau, das ist so die Gewohnheit. Ja, noch ein Mimic ist halt auch nicht so viel. Ne, da könnte man halt wieder Bolt. Jetzt wäre halt geil ein drittes Land, eine Manomorphose und dann direkt mit dem Phoenix hinterher. Oder Manomorphose into Land. Damit man die Manomorphose noch easy spielen kann und trotzdem noch was kriegen kann. Ja. Das sieht aber nach einem Mountain aus. Das ist Bolt, Bolt. Trigger. Den. Swift Spear. Ich glaube auch, man hätte letzte Runde angreifen können. Wieso hat er nicht erst den. Macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied, stimmt. Ich glaube, man hätte letzte Runde angreifen können mit dem Swift Spear. Ich glaube, das wurde vergessen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Nee, wurde es nicht. Hat 2 Leben verloren. Woher? Oh ja, stimmt. Ach. Der Tempel zwackt keine Leben. Ja, ja. Ach, ich bin das einfach gewohnt, mit Engine Tomb einfach die ganze Zeit Damage ins Gesicht zu bekommen. Ja, alles über 3 Leben ist Luxus. Ja, ne? Das stimmt. Gerade gegen Burn. Alles über 3 Leben und Storm. Ja. 1. Storm 1, genau. 2, ja. Ne, Storm 1 und dann, ja. Ja. Verliert man viel. Ja, da kommt noch eine City. Go. Das heißt echt entweder eine Menge. Anscheinend nichts auf der Hand. Entweder eine Menge Länder oder halt wie ich den 6 Mana halt dran. Wird jetzt ein Lufing geflashbackt. Jo, ne? Kann man mal machen. Man hat ja safe einen Phoenix auf der Hand. Ja, stimmt. Man kann auf jeden Fall einen Phoenix abwerfen, die beiden triggern. Das sind 4 Schaden auf dem Board. Ah, schon nicht schlecht. Nachdem, was man da noch zieht. Ein Phoenix Mac. Und was wird noch abgeworfen? Das ist ein Upgrade. Und noch ein Looting. Ach, ich glaube, da wird schon. Obwohl das Looting. Looting ist halt ganz gut, weil es einen Mana kostet und einfach nur für 2 Cycle für einen Spell. Dann ein Bolt behalten. Da würde ich eher noch das. Also, Upgrade würde halt, wenn jetzt ein Chalice oder ähnliches kommt. Ja. Aha, deshalb wurde nichts gemacht. Wegen der Blastzone. Er kennt's nicht. Kostet nicht 4 zum Aktivieren? 3, meine ich. Ich meine 3. Oh.
aber ich könnte mich auch gerade irren. Ansonsten, jetzt zu viel der Thoughtnotseer wäre jetzt halt auch Smasher mit Affe. Bock. Runter geht man auf 15. Ja, ist jetzt halt die Frage mal, ob man das Race noch gewinnt. Ja, wenn jetzt die Phönixe kommen, ganz gut. Looting. Ja, kostet 3. Ja. Oh. Looting, Discard Land, Discard Creature. Weil wenn da halt jetzt zwei Phönixe rauskommen, die halt das Race hier echt gut swingen. Das ist kein Phönix, das ist auch kein Phönix. Aber zwei sind ja im Friedhof. Jetzt einfach ins Gesicht burnen, Phönix zu holen und dann. Genau, 3 ins Gesicht. 3 ins Gesicht. 6 sind 10, dann kommen wie viele Phönix? 2. Gehst du auf 4 runter und ich weiß nicht, ob Eldrazi Aggro in einer Runde 15 Damage schießen kann mit nichts auf dem Board. Mit dem, nur mit dem Smasher? Schwierig. Wenn vorher 2 Mimics liegen. Ja, genau, wenn es 2 Mimics liegen, auf jeden Fall. Aber so ist es, glaube ich. Aber mit dem Board State? Schwierig. Glaube ich nicht. Ja, gut, dann kommen die 2 Phönixe. Ja, dann gehst du auf 4. Nächste Runde musst du schon Not in this World, All is Dust ziehen. All is Dust ziehen, ja. Und das kannst du, glaube ich, nicht. Doch, klar, kannst du casten mit Affen. Jo. Interessant hier auch, man spielt hier den Affen und nicht die Fee, weil man kein... Man will keinen Blood Moonlock haben. Nee, man hat vor allem kein Ding drin. Kein Once Upon a Time. Ja, kein Once Upon a Time und die, dann ist halt noch diese, der Frage die mit dem Blood Moon, genau. Dass du den Affen halt einfach spielen kannst, der damit surrendert. Ja, das ist Surrender, da geht's dann in Game 3, 1-1, natürlich auch... kann natürlich passieren. Auf der anderen Seite war jetzt von der Eldrazi-Seite jetzt nicht so viel da. Nee, kein Chalice, kein Thorn. Es wurden 2 Mimics abgeräumt. Stimmt, 2 sogar, ja. Ja, also die hätten auch nochmal Pressure gemacht. Ja. Ich glaube, das war auch der Fehler Game 1, dass man das Mimic ignoriert hat. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, hat man als Eldrazi-Spieler hier Leylines geboardet? Haben die Option Grave Digger's Cage haben sie nicht wegen Chalice? Nee, wegen Chalice of 1. Das sind nur Leyline. Dann würde ich fast sagen, ja. Okay, Mulligan, da ist auch eine Leyline. Mulligan von Eldrazi. Oh, da ist sogar eine Leyline. Ja, nice. Das erklärt meine Frage. Also nicht erklärt, sondern klärt meine Frage. Dann ist aber die Frage, weswegen man eben die Hand gehalten hat. Weil es war kein Mulligan, aber dann müsste es eine relativ gute Hand gewesen sein. Ja gut, mit 2 Mimics plus Smasher. Ja. Das klingt schon ziemlich gut. Hat dann halt nur lange gedauert. Leyline plus eine Runde, ein Mana 2-2er, der den Angriff stoppt. Das ist ziemlich gut. Sind im Monorack Phoenix Gutshot drin? Ich glaube ja. Jetzt schon bin mir aber nicht sicher. Oh, schon wieder Mimic. Schon wieder Smasher. Smasher. Der ist schon so eine ziemliche Seuche. Der macht jetzt halt auch erstmal eine Menge Schaden. Ne? Da ist ein Mountain gezogen worden. Gut, man ist ja auf 18 als Eldrazi-Stompy-Spieler. Aber wieder hier kein Chalice-Start, kein Prison-Start, sondern wirklich nur Eldrazis gib ihm. Trigger? Ja. Ja. 2 rote, zieh eine Karte. 2 rote und 2 rote, ne? Aber dann ist jetzt so Faceless-Looting, Phönixe für 4, bam. Noch eins? Okay. Jetzt wäre ein Faceless-Looting, okay. Das war ein 12-Spiel, glaube ich. Ich glaube auch. Der wäre immer noch okay. Wenn man den jetzt spielt, bolted, attacked, sind das 5, 6, 7, 8, 9, ich glaube, sind das 10 Damage. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Schon krass. Das ist schon eine gute Version. Ja, macht solide Damage. Der hat schon 2 Leben verloren. Ja. Ein Badlam. Ja, aber den kann man nicht casten. Dauert viel zu lange. Stimmt, ne, die sind gerade. Ich war gerade verwirrt, weil der Friedhof quer gelegt wurde, aber die Leyline exalt ja alles. Ja, genau, Leyline exalt alles. Sonst schwierig. Aber ich glaube, man kann hier einfach mit Bowls follow-upen. Und man geht einfach in den Attacker declare. Ja. Ohne den 2-12-Spear. Okay, ist die Frage, was man hier blocken will. Ein Endless One.
Smasher ist halt mit Trampel. Der ist halt 5-5. Ne? Das heißt, ein Bolt, eine Handkarte und ein Block und der Smasher ist tot. Ja, vor allem, wie gesagt, einfach mit dem 5-5 ist. Ja, das ist schon gut eigentlich. Das ist halt. Wie viel Mana kostet der auch nochmal? 5? 5 Mana, 5-5, Eile, Trampel. Und wenn er getargetet wird, von einem Spell muss er deine Handkarte abwerfen, ansonsten wird der Spell negiert. Das ist faires Magic. Genauso hat man vor 20 Jahren auch schon Magic gespielt. Den, vor allen Dingen den mit CMC5 loszuwerden, funktioniert ja fast nur über Burn. Ja, und selbst da verlierst du ja mehr als eine Handkarte, verlierst ja zwei Handkarten. Ja, ja. Oder Swords, da gibt es den Gegner noch 5 Leben. Ja, ja, ja. Heißt, du hast dreimal in den Sack gehauen. Ist das Badlam und nur Länder? Ja. Ja. Schade. Das Set hat Layla natürlich viel Arbeit gemacht. Und ja, 2-1 für Eldrazi Stompy, was mehr Eldrazi als Stompy gespielt hat. Ja, also Aggro gegen Aggro, ne? Ja. Und hier war einmal Phoenix gegen Phoenix. Also im Sinne von Phoenix hat gephoenixt. Das war schon ganz cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.